Rate mal, was es heute bei mir zu essen gab. Pommes? Ja. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu meinem Single-Let's Play, was ich ja mittlerweile in Multiplayer umwandeln möchte. Und deshalb ist heute auch mal der Mief-Steve dabei. Hallöchen zusammen. Und in meiner Sicht sieht das so geil aus, wie ich dir gerade meinen Zauberstab zeige. Mm. Mit dem roten Kopf, der Zauberstab mit geiler dem roten Kopf. Stab. Ja, hier, da kommen dann hier halt so Minions raus, weißt du? Ja, geil. Ich caste die jetzt mal, um dir zu zeigen, und dann stelle ich wieder um. Dann, ich war noch im Kreativmodus. Weil ich wollte jetzt nicht, weil die mal zocken voll viel Hunger, weißt du? Mhm. Aber ich hätte auch was essen können eigentlich. Ist auch egal. Ja, und dann denen kannst du halt sagen, die sollen für dich graben. Und die graben dann riesige Flächen weg. Kann ich dir mal zeigen? Komm mal mit. Boah, total geil. Und dann gucken wir mal, dass die eine Fledermaus für dich kriegen. Yeah. Mal, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich hier langkomme noch. muss man, ja, weil ich habe letztens die Mauer hier gebaut. Und die Smeltery und wir müssen eigentlich hier so rüber. Weiß, jetzt ist hier Stein drin. Was soll denn der Scheiß, ey? So. Da kommt einfach Stein raus. Einfach hier, so aus der Wand. Hier, einmal so Minenschächte können die graben. Und die setzen auch automatisch die Treppen. Boah, wie geil. Und die Treppen sind umsonst, die setzen, also. Ja, ist ja auch Cobblestone. Nee, Stone. Ja. Oh, guck mal, da sind sogar Fledermäuse. Die waren ja letztens schon gespawnt, als ich mit dem Kapuzenwurm hier war. Und von dem musst du nur eine töten, dann kannst du dich in die verwandeln. Geil. Hier geht das vielleicht schneller. Nimm mal das Schwert. Und gib dem Zombie vorher Hilfe. Stirb! Jetzt. Yeah! Ah, okay. Ich weiß nicht, ob du die. Du musst die Taste belegen in diesem Morph-Modus oder hast du das schon? Warte, ich hatte die irgendwo. Ich habe mir die auf scharfes S gesetzt. Das ist von nichts anderem belegt. Ist ganz praktisch so. Hab ich anscheinend doch noch nicht. Okay, dann suche ich die jetzt mal schnell. In welchem Konfigurationsmenü ist das denn? Warte. Options, was war das denn? Genau, Controls. Und dann musst du Morph konfigurieren. Morph, ja. Lol, jetzt voll das dicke Diamantenerz an der Wand. Aber ich könnte schwören, ich habe das letztens, wo ich mit dem Kapuzenwurm aufgenommen habe, abgebaut. Und er hat es nicht gesichert oder so. Da bin ich mir ganz. Ja, stimmt. Habe ich auch. Komisch. Das ist sehr merkwürdig. Genau so mache ich halt immer. Ich nehme immer auf, gehe farmen und lade dann die Map neu. Bei mir hat er die Fledermaus gar nicht genommen. Was ist das für eine Scheiße? Ja, hier muss aber noch eine sein. Dann töte die nochmal. Vielleicht, weil du dich gerade in Zombie verwandelt hast. Vielleicht ging das deshalb nicht, dass das verbuggt ist. Also, da sind ja noch zwei. Na, ich habe nur als Auswahlmenü habe ich nur Zombie dann drunter. Was ja, ist das für eine Kacke? Dann töte nochmal eine. Stirb! Oh Gott. Ja, jetzt geht's. Jetzt verwandelt sich nämlich schon da rein. Und dann kannst du ganz normal wie im Kreativmodus mit Doppelsprung fliegen. Boah, geil. Das macht das Ganze so viel angenehmer, ne? Ja, aber ernsthaft. So viel, viel angenehmer. Vor allem auch, wenn du Dächer baust. Boah, ist das halt. Boah, in dieser Mod gibt's ja ziemlich viel Rohstoffe, ja? Ja, super viele. Also. Deshalb habe ich ja auch da die Superschmelze, weißt du? Wo ich einfach alles reinhau. Damit ich nicht immer in den Öfen gucken muss, wo was hin kann. Aber das ist auch geil, die Schmelze, ne? Wenn du da ja alles reinschmeißt, dann wird das ja, dann setzen sich die einzelnen Schichten ja flüssig voneinander ab, ne? Wusstest du das? Ne, das wusste ich noch nicht. Du kannst da verschiedene Erze reintun und der speichert die aber alle. Ich habe immer gedacht, man muss die erst leer machen, weil das sonst nicht geht. Habe ich eben vor lange gedacht. Und war deshalb voll unproduktiv. Yay! Boah, das ist schon wieder so viel Neues, ne? Hier, guck mal, ich war ja schon fleißig und hab auch schon so einen hier getötet. Yeah! Geile Sache! Ach genau, und wenn du auf H drückst, kannst du auch dann noch Hüte auswählen, wenn du so Monster mit Hüten getötet hast. Boah, wie geil. Oh, so viele neue Sachen. Ich finde das auch ziemlich cool, den Mod, also. Ja, dieses Vanilla-Minecraft hat man halt nach einer Zeit mal satt, also wenn ich das so sage. Ja, und vor allem ist man auch verwöhnt natürlich, ne? So, also durch Feed the Beast ist man schon hart verwöhnt. Guck mal, kann auch eine riesige Spinne sein. Guck mal, und die kann dann hier hochklettern. So. Das hat ja schon Vorteile, ne? So Wände hochklettern zu können. Ja, ist schon cool. Aber Fliegen ist auch geil. Ja, Fliegen ist sowieso das Beste. Und ich weiß gar nicht, aber ich meine auch, die Fledermaus kriegt gar keinen Fallschaden, wenn die fällt.
Bin mir jetzt nicht sicher, aber. Oh, probieren wir doch einfach mal aus. Also, ich habe bis jetzt keinen Fallschaden bekommen. Und. Nee. Nö, ich auch nicht. Perfekt. Oh, ist das herrlich. Ist hier noch irgendwas Geiles so? Ja, irgendwas, was ich noch wissen muss. So. Hier gibt es auch noch irgendeinen Mod. Ich habe da so einen Analyzer für das erste Gerät, so einen DNA-Mod. Dann kann man irgendwie selber so DNA aus Fossilien rausholen. Hier, die wachsen hier so hinten. Also, nee, die wachsen nicht, die so sehen die aus hier. Okay. Und manchmal sind dann da halt, ist dann da Frozen Meat. Nee, Quatsch, du musst das aus dem Permafrost holen. Das gibt's auch noch hier. Ist dann auch so ein paar Blöcke und da ist dann so gefrorenes Fleisch drin. Da musst du dann analysieren und dann kriegst du irgendwelche DNA. Aber ich habe da noch nicht so richtig gerafft, wie man das macht. Weil da musst du dir noch mit einer Nadel selber Blut abnehmen und das damit mischen in einem anderen Gerät. Du brauchst irgendwie 5, 6 Geräte. So, das habe ich noch nicht gerafft. Das ist mir noch zu heftig, ey. Aha, das kriegen wir auch hin. Ja. Irgendwann erkennen wir das. Hier hinten ist noch eine äußerst ineffektive Monsterfarm. Ach, guck mal, da ist ein Skelett mit dem Hut. Wenn du das tötest, dann kriegst du den seinen Hut. Dann kannst du den tragen, so. Ich versuche das Skelett gerade zu finden. Nee, hinter dir, ja. Hier. Hier so, und dann da oben, hier so. Ah, da. Da, töte es. Stirb. Ach ja, jetzt kannst du auch ein Skelett verwandeln. Hier wäre auch noch eine Spinne, wenn die noch nicht hast in der Collection. Und Creeper! Geil! Das passiert mir so oft. Ja. Aber ich mache mir jetzt erstmal einen schnellen Schwert noch da drin, behalte mal. Och, das hättest du auch wieder kriegen können, so ist es halt nicht. Und wir können ja auch vielleicht gleich mal gucken, wo du gerne bauen willst oder so, wo du dein Haus hinhaben willst, wenn du mal öfter kommst. Das kannst natürlich auch jederzeit offscreen hier drauf, ne, alles. Kein Thema. Cool, ja. Das klingt gut. Das nehme ich doch gerne mit. So, erstmal Sticks machen hier. Du brauchst auch noch Werkzeug, ne? Ja. Soll ich dir mal, ich mach dir schon mal einen Satz aus dir. Ja, das reicht. Aber ich habe im Moment genug. Guck mal, ich habe 64, ein Stack Dias, 1,5 Stacks. Ah, 1/3 Stacks Dias. Und ich meine, da man ja eh nicht viel meinen muss, weil die Minions alles für einen machen. Das stimmt. Ist halt echt praktisch. Wie macht man die Minions eigentlich? Du musst auf. Du musst ein paar, ich glaube, 2, 3 Level haben, da musst du auf Z drücken. Dann kannst du da Commit to Evil machen. Ja, das wird bei mir noch gar nicht angezeigt, bei mir steht das never mind. Ja, aber warte mal, komm mal mit raus. Warte, Z-Menü, wie komme ich denn wieder raus? Oh, ja, genau, never mind. Ja. Ja, unten die Druckplatte oder oben drüber fliegen, da ist auch Platz. Und hier habe ich so Büsche. Wenn du die mal siehst, immer mitnehmen. Essence Berry Bush. Klick da mal rechts drauf, dann kriegst du so Beeren und die geben XP. Ich klick da drauf, aber es passiert nichts. Kannst du nicht rausnehmen? Nee. Weil ich kann die so rausnehmen. Hier, warte dann. Nimm die mal so. Ja, geil. Isst sie mal. Boah, geil. Ja, die gehen voll ab. Das hier ist. Boah, herrlich. Ja, das hier ist übrigens mein Bärengarten. Ja, den hatte ich schon gesehen in der Aufnahme. Ich gucke ja so ein paar. Ah, okay. Ja, hier habe ich ja alles, ne? So beim Essen meistens. Melonen, Kürbisse, Kartoffeln, Tomaten, ich habe alles. Yeah. Hauptsache Essen. Ja, das geht voll ab. Weil dann nervt. Fressparadies. Weil ich habe da am Anfang. Oh, hier ist irgendwo ein Skelett. Wo kommt. Guck mal, da ist ein Skelett mit dem Gameboy drauf. Als Hut. Will ich haben! Gib mir! Ey, aber der Kapuzenwurm hat recht. Immer spawnt hier irgendwo ein Skelett. Oder ein Zombie. Und der ist immer hier. Wahrscheinlich hier drinnen irgendwo. Hier drinnen, ja. Ja, so, machen wir mal noch ein paar Fackeln hier hin. Dass da hier die Spawnplätze. Kann auch. Fast nur. Ja, hier ist Bücher, also Bibliothek, soweit ich bin bisher. ja, so ein paar Bücherregale hast du schon mal. Achso, warte mal, und ich wollte dir. Die das schon Erzeuge. Mal geben. Ja. Und hier hast du auch noch mal ein paar Dias, dann kannst du noch eine Schaufel machen, weil habe ich jetzt vergessen gerade. Ah ja, so 12 Dias für eine Schaufel reicht schon. Ja, ich habe wie gesagt 1,5 Stacks. Ja, wir können ja mal gucken, wo du dich hier niederlassen könntest. Was zu essen würde ich aber erst gerne noch nehmen. Wenn immer hier so, hier drin hast du ja gesehen im Lager, da sind so Kartoffeln. Ja. Da kann sich auch jeder bedienen, nur wenn man merkt, wird knapp, dann kann man ja mal was nachlegen, so weißt du. Ich muss gerade nur mal ins Lager finden, da ist es ja. Ja. So, wo war hier die Essenstruhe? Mach mal hier unten, aber da ist gar nichts drin, sehe ich gerade. Also, pass auf, wir nehmen hier einfach Tomaten, die geben auch, ich glaube, 2. Hier musst du einfach ein paar kaputt schlagen hier draußen im Garten. Ja.
Das geht schon. Ja. Und neue Anpflanzen nicht vergessen. Genau. Das ist mir das eigene Mal im Singleplayer passiert. Bin dann in den Pool gegangen und dann habe ich vergessen, neu anzupflanzen. War extrem lustig. Ich mach mal eben kurz die Kartoffeln hier. Ja, das ist richtig nervig. Also das ist natürlich auch so ein Community-Garten hier später, ne? Wenn wir hier ein paar mehr sind. Nur wie gesagt, immer anpflanzen, dann passt das schon, ne? Ja, natürlich. Okay. Sollte man nicht vergessen, das anpflanzen. So. Also und vielleicht wirklich, wenn man dann mal Zeit hat, einfach ein ganzes Feld ernten und was über ist, einfach in den Ofen schmeißen und dann da rein. Kann man ja so ein bisschen. Ich meine, ich werde das eh machen. Und genau hier habe ich so ein Experiment. Hier ist so ein kleiner Block. Das ist so Fertilized Dirt, kannst du jetzt herstellen. Irgendwie Dreck, der nochmal gedüngert ist. Und ich wollte mal gucken, ob das schneller geht, aber ich habe irgendwie nie mitbekommen, wie schnell das geht. Ich stecke jedes Mal was rein und jedes Mal ist es fertig. Oder wächst das jetzt voll schnell? Nee, ne? Sollte man vielleicht mal kurz drauf gucken. Ah, da steht die Prozentzahl, wenn du. Ja, aber die stimmt nicht. Nicht immer. Also ich habe noch keine Veränderung festgestellt. Nee, ich auch nicht. Ist also immer noch scheiße. Ich meine, selbst wenn die so langsam wären, dann würde da jetzt doch zumindest schon mal 1% oder so stehen, oder? Ja, warte, ich mach die Tomaten noch mal eben fertig. Ich kann hier kein halbes Feld stehen lassen. So, ich habe mal Kartoffeln in die Öfen geschmissen. Ja. Haben wir gleich lecker Backkartoffeln? Backkartoffeln. Dann riecht hier alles die ganze Zeit nach Pommes. So. Geil. Rate mal, was es heute bei mir zu essen gab. Pommes? Ja. Bei mir auch. Ich war halt beim Döner und habe dann eine große Pommes dazu gegessen. Ich auch. War auch richtig geil. Bei mir gab es auch einen schönen Döner. Aber bei uns kostet der 3,50. So richtig schön teuer. Ja gut, das ist bei uns aber normaler Preis. So. Ja. Und ich habe dann einen großen genommen. Sogar noch. Ja, bei uns gibt es keine Unterschiede. Bei uns gibt es halt direkt den großen. Ach so, ja, dann das geht er aber. Das ist dann auch ein großer. Aber ja, ist halt unterschiedlich stadtweise, ne? Ja, klar. Bei mir in der Stadt gibt es ja keinen Dönerladen mehr, da muss ich halt eine Stadt weiterfahren. Oh nein, ehrlich? Ja, boah, der Dönerladen hat zugemacht. Und die gibt es halt nur noch eine Pommesbude und einen Pizzaladen und voll verloren hier. Ja. Und dann muss man halt erst. Ist die Pommesbude zumindest gut? Naja, geht so. Oh nee. Weil das ist immer so Absturz, da denkst du, boah, ich hätte voll Bock auf Pommesbude und dann so, boah, aber alle sind so weit, außer die. Und dann, ja, dann lass da hin. Und jedes Mal denkst du, oh, wäre ich da mal nicht hingegangen. Also bei mir ist das Story oft. Zu erzählen. Da kann ich echt noch eine gute Story zu erzählen. Ja. Und eine ekelige vor allen Dingen. Okay. Also hier gibt es einen Pommesladen, der ist ungefähr, warte mal, 10 Meter weit von mir entfernt. Okay. Das ist so ein Schwackertreff, ne? Da hängen die ganzen Schwacker immer abends drin. Ja. Und sind da am Essen und Trinken. Und im Sommer wollten wir was essen, sind dann da hingefahren und dann begrüßte uns die Kellnerin doch mit einem Teller unter der Achsel und sagte Hallo und wollte da dann das Essen draufpacken, was wir bestellt haben. Geil, ey. So, kam so richtig gut. Wir sind einfach wortlos rausgegangen aus den Laden. Ja, glaube ich. Wir waren auch mal damals bei einem 8-Marke All-You-Can-Eat-Chinesen. Weißt du, jung und naiv, wie wir waren, ne? Und dann so geil, dann kamen wir rein und da war gar kein Licht an, ja? Und dann kommen wir rein und dann haben wir so gerufen, so, hallo? Und dann kommt dann so von hinten so, ja, Moment, ich komm gleich. Und dann ballert der Koch irgendwie voll zerzaust, so, wir haben den bestimmt geweckt. Und dann hat er erstmal Licht angemacht und dann auch erst die Wärmeplatten unter den Sachen, die da im Buffet waren. So voll, oh. Okay, wir haben aber teutonisch trotzdem da gegessen, ne? Aber das war auch alles scheiße, das war richtig scheiße, einfach so. Wo bist denn du? Ich seh dich gar nicht mehr. Ich bin gerade beim Spawner, bei dem, den du gebastelt hast da. Ach, den hier, ja. Falle. Ja, da werden aber irgendwie nicht so viele Monster angelockt, wie es am Anfang schien, so. Am Anfang hatte ich echt einmal Glück anscheinend, da kamen voll viele. Und später dann gar keine mehr. Achso, du hoffst, dass die von außen dann da ranlaufen, ja? Ja, das tun die eigentlich, weil wenn die Dorfbewohner sehen und in der Nähe sind, dann gehen die auch dahin. Aber, naja. Zählt das auch, wenn da keine Tür drin ist? Das ist jetzt die Frage. Ja, außerdem ist hier hinten eine Öffnung noch. Ah. Also Spinnen könnten da theoretisch rein. Aber vielleicht sollte ich einfach mal das Wasser wegmachen. Fällt mir gerade mal auf.
Das könnte gut angehen, weil die Strömung ja ein bisschen... Ja, aber weil dann spawnen die auch da und ich meine, die fallen ja trotzdem da rein, ne? Ja, wenn sie da hinlaufen, fallen die rein, ja. Klar. Ich nehme die ganze Zeit hier ein, so eine Steinstufe und baue die wieder ab. Ich könnte mal einen Airblock abbauen und helfen. Also ich könnte auch einfach hier so einen Eimer nehmen und den einfach nochmal in den nächsten reindrücken. Aber nee, so einfach mache ich es mir nicht. Ja, genau. Das ist zu einfach, so eine Lösung. Das wäre zu einfach, das können wir nicht machen. So. Hab ich das nochmal weg? Man, die machen so Star Wars Sounds, die Villager, das ist voll schlecht. Wow. Hoffentlich krieg ich keinen Strike dafür. Wow. Strike. 3 Folgen. Weg. Ah, hast du denn schon die Besetzung gesehen von den nächsten Star Wars? Ja, voll krass. Aber finde ich echt cool. Aber wie der Luke aussieht, ne? Ja. Voll anders so. Da habe ich mir nur gesagt, oh, das kann gar nicht klappen. Das kann echt nicht. Aber okay, ich merke gerade, die Folge ist zu Ende. Oh, ja. So schnell? Ja, aber ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir da mal, wo du dich aufbauen kannst, ne? Ja, das wäre echt cool. Gut, dann verabschieden wir uns und sagen, bis dann, tschüss. Ciao. So, mal eben kurz raus, die Aufnahme.